Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Heute stellen wir euch den Holzöstersee vor. Das ist ein kleiner Moorsee in Oberösterreich, der aber sehr gut zum Angeln ist. Wir fahren jetzt zum Holzöstersee. Durch? Ich sag's lieber nicht. Hier ist Fucking auch schon wieder zu Ende. Und weiter geht's zum Holzöstersee. Der Holzöstersee. Zielfische am Holzöstersee sind vor allem Hecht, Zander, Wels und Karpfen. Grundsätzlich darf man am Holzöstersee mit 3 Angelruten angeln. Der Holzöstersee ist ein ca. 9 Hektar großer Moorsee, eingebettet in einem Wald. Inmitten der Oberinnviertler Seenplatte auf 457 Meter Seehöhe und bietet einen guten Fischbestand. Der Holzöstersee ist ein Moorsee, mit einer Sichttiefe von ca. 1,5 Meter. Man kann auch baden und planschen im Holzöstersee. Auch hier im Holzöstersee ist alles im Zeichen von Covid-19. Das heißt, Abstand halten einen Meter, in den Ellbogen husten, Mundschutz verwenden, Ansammlungen vermeiden und auf Hygiene achten, wie es auch sein sollte. Der Holzöstersee liegt in einem Europaschutzgebiet. Er ist ein Moorsee, in dem man sowohl angeln darf, als auch im Sommer baden. Während der eine Teil des Holzöstersees eher zum Baden geeignet ist, ist der andere Teil naturbelassen und sicherlich gut zum Angeln geeignet. Am Holzöstersee ist Nachtangeln erlaubt. Hier gibt es einige schöne Angelplätze. Ein Weg führt rund um den ganzen See, allerdings in diesem Teil des Sees darf man nicht angeln. Das ist ein Schongebiet. In diesem Teil des Sees darf man vor allem deshalb nicht angeln, weil man nirgends zum Ufer kommt. Ob dies hier eher ein Moorlehrpfad oder ein Gelsenlehrpfad ist, sei dahingestellt. Wenn es hier nicht so viele Gelsen, also sprich Stechinsekten gäbe, könnte man hier schön Pause machen und alles in Ruhe genießen. Leider ist es zumindest heute sehr arg. Nach gefühlt ein paar hundert Gelsenbissen, Stichen besser gesagt, kommen wir wieder auf der anderen Seite des Sees an. Auch hier gibt es noch viele Gelsen. Hinter dem Holzöstersee gibt es eine Menge Moorgebiet. Hier gibt es einen gebührenpflichtigen Badeplatz. Dafür darf man hier auch mit Hund baden, wenn man das möchte. Sitzen und Liegen auf Stegen ist verboten. Erwachsene ab 16 Jahren zahlen hier heuer 3 Euro Eintritt und Kinder von 6 bis 15 1,50. Dafür gibt es hier eine Wiese und einen Bootsverleih.
Wir haben jetzt eine Runde um den Holzöstersee in Oberösterreich gemacht und uns diesen See einmal angeschaut. Hier kann man angeln, aber auch schwimmen gehen. Leider bin ich in den Regen gekommen, aber das nicht so Schöne an diesem See sind die vielen Stechinsekten. Sprich, ich habe gefühlte 100, 200 Gelsenstiche in einer Runde um den See bekommen. Aber das macht nichts. Bevor ich es vergesse, habt ihr eigentlich schon einmal unser Angelportal www.angel-urlaub.at besucht? Hier findet man unter anderem auch Informationen zu Angelrevieren in ganz Österreich. Mit Bildern, Plänen, Informationen zu den Angellizenzen, Ausgabestellen und mehr. Und selbstverständlich auch zum Holzöstersee, den wir euch in diesem Video vorgestellt haben.